Brot ist das Natürlichste auf der Welt. Mehl, Wasser, Hefe. Und es eigentlich nur aus drei Zutaten besteht und so einfach ist. Wir freuen uns sehr, dass wir heuer das Kino wieder stattfinden lassen können. Wir zeigen den Film Brot von Harald Friedl. Das ist ein Dokumentarfilm. Traditionell wird in Berchtesgadensdorf immer ein Dokumentarfilm gezeigt. Und es geht eben um die Kunst des Brotmachens. À la perfection. J'aime mon métier parce que c'est un métier qui nourrit les gens. There's only one sourdough library in the bakery world. 108 starters from 20 countries. Tout ça, mais commandé par naissance. En travail industriel, on fait pas du tout ça. Also man sieht in dem Film sehr schön einerseits das traditionelle Bäckerinnen- und Bäckerhandwerk, ja, wo kleinstrukturiert produziert wird, und auf der anderen Seite auch die großindustrielle Brot- und Gebäckproduktion. Wenn man jetzt an den Supermarkt denkt mit Teiglingen und Tiefkühlware und so weiter, das wird gegenübergestellt und sozusagen auch beleuchtet die jeweiligen Vor- und Nachteile. Was holen wir da runter, die Stunde? Wir haben jetzt Stundenleistung von knapp 5000 Stück. Das ist natürlich nicht so viel, ne? Bei mir war immer Wachstum, Wachstum, Wachstum das Ziel. The sourdough has been analyzed and the microorganisms have been isolated. Dass Brotbacken und Landwirtschaft Handwerk ist, ja? Ich glaube, das wissen gar nicht mehr viele. Baking is science. Um so ein Brot zu produzieren, braucht man erstmal natürlich billiges Weizenmehl. Und das wächst halt dann nur mit viel Pestizidanwendung. Also das Wanderkino gibt es eigentlich schon relativ lang. Das war zu Beginn eine kleine Gruppe. Da haben, glaube ich, 4, 5 Orte einen Film gezeigt. Das Wanderkino ist sozusagen unter dem Dach der KIM, Kulturinitiative Mödling. Das ist ein Verein und mittlerweile sind bis zu über 20 Orte mit dabei. Ja, also vor Covid sozusagen haben wir 20 Filme gezeigt in den verschiedensten Orten. Heuer ist es in einer sehr abgespeckten Version. Wir haben 8 Orte, die sozusagen mitmachen und sozusagen Filme zeigen. Von der Idee her bemühen wir uns sozusagen europäisches Kino zu zeigen, und es ist von allem was dabei. Jetzt sozusagen der laue Sommerfilm, entspannter Kinoabend bis hin eben zu Dokumentarfilmen. Un kilo de pain bio, c'est 1,50 m carré de terre qui est préservé pour les générations futures. Das Wanderkino in Berchtoldsdorf findet traditionsgemäß wie immer hinter dem Kulturzentrum statt, also auf dem Platz, auf dem wir hier jetzt stehen. Also hinter mir sozusagen wird die Leinwand stehen. Was neu ist heuer oder anders, Covid-bedingt, dass wir nur Open Air spielen. Also es gibt keine Indoor-Möglichkeit. Das heißt, bei Schlechtwetter wird die Veranstaltung abgesagt. Das ist auch wichtig, wenn das Wetter unsicher ist, dass man sich nochmal auf der Wanderkino-Homepage informiert, ob die Veranstaltung sicher stattfindet. Das wird auch via soziale Medien dann kommuniziert werden. Das hätte ich am Anfang auch unterschätzt gehabt. Am Anfang war es so, ich bin heimgekommen und habe mir gedacht, ja, Brot ist Brot, aber das ist überhaupt nicht, ja. Das ist wirklich eine Kunst. Im Anschluss an den Film wird es eine Diskussion geben, ein Gespräch mit dem Filmemacher Harald Friedl. Wir konnten ihn gewinnen, er wird auch während des Films dabei sein. Das ist auch eigentlich schon eine kleine Tradition in Berchtoldsdorf. Wir versuchen immer im Anschluss eine thematisch passende Diskussion sozusagen zu haben. On my Facebook page, people go crazy about this. We call that bread porn.